Hallo, herzlich willkommen hier zum Kachelmann-Wetter mit einem Wetterspezial zum Thema Herbstanfang. Ja, Herbst wird so langsam, man sieht es noch da hinten an dem Baum hinter mir, diese Eiche, dass sie so langsam schöne rote Färbung kriegt. Ich mache auch noch ein Video demnächst, so ungefähr in ein, zwei Wochen, zum Thema, warum verfärben sich die Bäume, warum wird das Laub bunt und warum schmeißen die Bäume überhaupt im Winter das Laub ab. Kommt alles noch, aber jetzt will ich mich erstmal um den Herbstanfang beschäftigen. Der ist am morgigen Mittwoch, am 23.09. um 10.21 Uhr. Genau dann überquert die Sonne den Äquator, steht mit dem Mittelpunkt der Scheibe genau über dem Äquator, überquert sie dann nach Süden hin zur Südhalbkugel und die Nächte werden dann immer länger und die Tage immer kürzer. Und genau am morgigen Tag soll eigentlich die Tag- und Nachtgleiche sein. Wird uns auf jeden Fall immer erzählt oder wurde uns erzählt in den Schulen, wird uns auch heute noch immer wieder erzählt. Man kann auch danach googeln oder so im Internet nachschauen. Tag- und Nachtgleiche ist am 23.09. Falsch. Stimmt nicht. Und das hat einen Grund und das ist unsere Atmosphäre. Mit der Erdkrümmung, die Erde ist ja rund, die Atmosphäre ist genauso rund um die Erde herum. Und die Sonne, die wird abgelenkt. Die scheint mit ihren Strahlen in die Atmosphäre rein. Wir stehen dann hier an diesem Punkt, wir sehen die Sonne eigentlich schon aufgeben und da werden eben die Strahlen abgelenkt, die werden gebogen zu uns hin. Das heißt, wir sehen die Sonne eigentlich schon aufgehen, obwohl sie gar nicht aufgegangen ist. Und das macht eben ein paar Minuten aus und das wird immer so sein. Bei jedem Sonnenauf- und Untergang, ob es im Sommer oder im Winter ist, wird diese Strahlung gebogen. Wir sehen also die Sonne auf- oder untergehen, obwohl sie noch gar nicht aufgegangen bzw. schon längst untergegangen ist. Und das macht ein paar Minuten aus. Das sind am morgigen Mittwoch, wenn eigentlich die Tag- und Nachtgleiche sein sollen, 10 Minuten. Morgen ist der Tag noch 12 Stunden und 10 Minuten lang. Und das wird erst am Samstag passieren, dass der Tag kürzer ist als die Nacht. Also es wird noch 3 Tage dauern. Am Samstag hat dann der Tag 11 Stunden 58 Minuten, die Nacht 12 Stunden und 2 Minuten. Da ist erst die Tag- und Nachtgleiche vollzogen. Hängt also alles mit der Atmosphäre, mit der Erde, mit der Krümmung zusammen, dass die Sonnenstrahlen abgelenkt sind. Ich wünsche alles Gute. Demnächst kommt das Video von wegen der Laubverfärbung. Alles Gute, Glück auf aus Bochum und tschüss.